Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Summoners Inn News. Wir haben wieder einige kunterbunte News für euch und kunterbunt ist auch wirklich das Stichwort, denn Riot hat neue Chroma-Pakete auf den Testserver geladen. Wer nicht weiß, was Chroma-Pakete sind, das sind so eine Art Skins, aber preiswerter, die die Farbe von bereits bestehenden Skins oder auch dem Standard-Skin zum Beispiel verändern können. So hat man blauen Lucian, roten Lucian etc. Also da kann man dann seinen Champion, seinen Skin noch mehr individualisieren. Es gab vor einer Zeit mal eine Umfrage von Riot und da wurde eben gefragt, ob die Leute daran interessiert wären. Das schien ganz, ganz positiv angekommen zu sein. Von daher kommen die jetzt auf den Testserver. Allerdings haben sich jetzt schon viele auf der Community-Seite Reddit beschwert, dass der Preis von zwischen 100 und 200 Riot Points absoluter Wucher sein soll, denn ja, mehr als eine veränderte Farbe ist das wirklich nicht. Ich denke aber trotzdem, dass es eine gute Idee ist und die Leute, die es mögen, können sie es kaufen. Die Leute, die es nicht mögen, die sollen es eben ignorieren. Es ist kein Muss, es ist immer noch kosmetisch und Skins machen das Spiel einfach schöner. Von daher finde ich auf jeden Fall eine gute Idee von Riot. Jetzt springen wir auch schon sofort in den E-Sports und zwar die kontroverse Persönlichkeit Incarnation ist nun offiziell entbannt worden. Wer Incarnation nicht kennt, das ist ein sehr, sehr starker Midlaner in Europa, der schon mehrfach mit Smurf-Accounts in nur sehr, sehr wenigen Spielen Platz 1 der Challenger-Liste erreicht hat. Da waren so Stats von zum Beispiel 150 Siegen und 50 Niederlagen, keine Seltenheit. Die Problematik um Incarnation war, dass er vor einiger Zeit, sprich 2-3 Jahren, sehr, sehr toxisch war, also sehr viel geflamed hat, Leute beleidigt hat. Und der springende Punkt war, er hat sogar Leute gededost, zumindest hat man das ihnen beschuldigt. Und Riot hat ihn deswegen auf unbegrenzte Zeit von allen Sachen, die mit Riot zu tun haben, gebannt. Also professionelles Spiel, LCS etc., aber auch das Spiel selbst. Das heißt, jeder Account von Incarnation, der von Riot gesichtet wurde und verifiziert wurde, dass er wirklich von ihm stammt, wurde sofort gepermabannt. Da hat man dann wirklich kuriose Sachen gesehen. Es kamen nämlich immer wieder neue Accounts in hohe Challenger-Werte. Da hat man dann immer wieder vermutet, ist das Incarnation, ist das nicht Incarnation? Und letztendlich hat Riot dann den einen oder anderen Account wirklich gebannt und dann wusste man, dass es Incarnation war. Jetzt ist er nach einiger Zeit sehr positiv aufgefallen, beziehungsweise eben nicht mehr negativ aufgefallen und wurde deswegen von Riot gebannt. Kann nun beim nächsten Split offiziell an zum Beispiel der LCS teilnehmen. Und da gab es jetzt auch schon die ersten Gerüchte, dass C9, also das nordamerikanische Team, eventuell Incarnation zu sich holen möchte und vielleicht sogar gegen Haya setzen will. Ob und wie sich das ergeben wird, ist noch absolut nicht bestätigt, aber ich denke, dass Incarnation auf jeden Fall einen Platz in einem relativ starken Team finden wird, denn der Hype um ihn war vor allem letztes und vorletztes Jahr extrem riesig. Dennoch muss man sagen, er hat sich bis jetzt noch nicht in einer professionellen Szene beweisen können, auch auf Offline-Turnieren noch keine Erfahrung gesammelt. Von daher kann das Ganze natürlich auch nach hinten losgehen. Ein News wäre keine News ohne Elements-Kontroverse, denn jetzt sind schon wieder neue interessante Sachen bekannt geworden. Und zwar ist es anscheinend der Fall, dass Reckless nun offiziell das Team verlassen möchte. Ebenfalls folgen wollen ihm Shook und Rigged, wobei Folgen sich darauf bezieht, aus Elements rauszugehen. Die drei werden wir wahrscheinlich so nicht mehr in einem Team sehen. Nach dem absoluten Misserfolg des Superteams ist das aber auf jeden Fall nicht verwunderlich und wir wünschen natürlich viel Glück. Dennoch ist es fraglich, wie sie sich momentan in der Szene beweisen können, denn man hat jetzt diesen Split gesehen, dass selbst große Namen wie zum Beispiel Reckless, der vor einem Jahr noch als bester AD Carry der gesamten westlichen Szene galt, in so einem Team einfach nicht carryen können. Ebenfalls diese Woche passiert sind die Challenger Playoffs. Da ist jetzt der erste Platz fest, also der Platz, der direkt in die LCS eintreten wird und in Europa Meteor Makers Platz übernimmt und in Amerika Team Coast Platz übernimmt. Die Teams stehen jetzt fest. In Europa hat es erwartenderweise Origin geschafft, indem sie sich 3:0 in dominanter Weise gegen Lowland Lions, jetzt Kopenhagen Wolves Academy, durchgesetzt haben. In NA war das Ganze ein kleines bisschen knapper, dennoch hat Enemy Esports sich gegen Team Dragon Knights sehr, sehr eindeutig durchgesetzt mit 3:1 und werden dort Team Coast Platz übernehmen. Trotzdem haben besonders in EU Kopenhagen Wolves Academy und Reason Gaming weiterhin die Chance, sich für die LCS zu qualifizieren. Allerdings müssen sie nun entweder Team Rocket oder aber Elements besiegen, also haben da eine etwas schwerere Aufgabe. Nichtsdestotrotz wünschen wir ihnen viel Glück. In NA sieht das Ganze natürlich genauso aus, zum Beispiel Team Dragon Knights wird weiterhin die Chance haben, in die LCS einzutreten. Dort ist der Gegner Team Winterfox oder Team Dignitas. Der Rest der Woche verlief nicht ganz so spektakulär, deswegen war es das jetzt schon mit den News. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.